Hallo und guten Tag, liebe Liebenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Fechner im Bett. Ich habe heute hier drei ganz wunderbare junge Menschen zu Besuch auf der zugegebenermaßen ein bisschen improvisierten Couch. Nämlich drei junge Menschen, die sich bei den Fridays for Future Streik, bei den Demonstrationen irgendwie aktiv beteiligen. Und ich dachte, es wird so viel über die Kinder und über die Jugendlichen geredet und ich dachte mir, ich spreche einfach eine Stunde mit den Kindern direkt und höre mir an, was sie zu erzählen haben. Deswegen, ich begrüße hier auf meiner rechten Seite Luna Rothenburg. Hallo, Luna. Hallo. Schön, dass du da bist. Aus Bad Segeberg. Du bist Ja, dort aktiv, ne? genau. Toll. Auf meiner linken Seite sitzen Lena Spieß Genau. aus Berlin. Ja. Hallo. Hallo. Und Alexander Grams. Grams. So, Alexander Grams. Ja, falsch gesagt. Na gut, schön, dass du da bist, auch aus Berlin. Richtig. Herzlich willkommen. Ja, ich dachte irgendwie, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit und unterhalten uns, was ihr eigentlich, was euch antreibt, warum ihr das macht, warum ihr auf die Straße geht und wie ihr dazu gekommen seid und was eure Gedanken dazu sind. Und deswegen weiß ich nicht, möchte jemand von euch anfangen, ein bisschen zu erzählen, wie ihr dazu gekommen? Dich kenne ich ein bisschen. Luna ist die Tochter meines besten Freundes Tommy. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mit dir anfangen. Du bist jetzt in Bad Also, Segeberg aktiv geworden. Seit wann machst du da mit bei diesen Demonstrationen? ich mache seit Anfang Februar bei den Streiks mit und Bad Segeberg ist halt eine Kleinstadt und trotzdem war sie die erste Stadt in Deutschland, in der der Schulstreik wirklich durchgezogen wurde. Wirklich? Ja, da steht es auf Wikipedia. Wow, echt cool. Und Und du warst von Anfang an damit nee, ich war dabei. nicht von Anfang an dabei, ich kam erst später dazu. Ich habe das gar nicht so schnell mitgekriegt. Und ja, seitdem mache ich da mit. Wir sind nicht so viele. Wie gesagt, das ist halt eine Kleinstadt. Man kann das nicht vergleichen mit Berlin zum Beispiel. Das ist halt was ganz anderes als das. Und Unterschied ist, glaube ich, vor allem, dass wir in Segeberg mehr so auf die Leute und die Passanten, die an uns vorbeigehen, eingehen können. Und ja, in Berlin, wenn man da so eine große Demo hat, dann kann man ja nicht so mit den anderen Leuten noch wirklich sprechen. Das ist ja eher, um wirklich ein Zeichen an die Politik zu setzen und richtig laut zu sein. In Segeberg kümmern wir uns halt auch so um die Bürger. Das heißt, ihr sprecht die direkt an dort. Also wir laufen jetzt nicht auf die zu, aber es kommen viele, die mit uns sprechen wollen und sich dann so mit uns unterhalten und diskutieren. Genau. Cool. Das heißt, damit die Zuschauer ein bisschen Eindruck bekommen, wie viele Schüler oder Menschen nehmen irgendwie da wöchentlich teil, ungefähr so Also, durchschnittlich. das variiert total doll. Also bei unserem größten Streik am 15.03. waren wir 400. Wow, in Bad Segeberg. Ja, und so normalerweise sind wir zwischen 10 und 20 Leuten. Manchmal bin ich auch die einzige Schülerin. Wir sind halt oft wenig Schüler. So vor allem jetzt ist halt so Klausurphase. Da können sich das viele halt nicht leisten, so viel Stoff zu verpassen. Aber wir sind auch dann mehrere Erwachsene, die regelmäßig uns unterstützen, also nicht nur Schüler. Toll. Und bevor ich gleich zu euch komme, ich habe euch nicht vergessen, aber ich gucke jetzt erstmal hier ein bisschen. Wie reagieren die Leute, wenn ihr da steht? Sind die irgendwie, machen die euch blöd an oder gibt es Zustimmung? Das ist ganz unterschiedlich wahrscheinlich, oder? Ja, genau, das ist auch wieder unterschiedlich. Sehr viele finden das super toll und kommen zu uns, loben uns. Es gibt auch viele Leute, die uns irgendwie Tee spendieren oder plötzlich uns Gebäck schenken oder so. Echt? Ja, Sehr nett. und kommen viele vorbei, die auch einfach so einen Daumen hoch zeigen. Und ja, es gibt manche, die das nicht gut finden. Das war aber vor allem am Anfang. Da sind Leute an uns vorbeigelaufen, haben irgendwie einen blöden Spruch abgelassen und sind dann weitergegangen. Aber das hat sich jetzt auch in der Zwischenzeit gelegt. Also wenn, dann kommen jetzt Leute zu uns, die auch inhaltlich ein bisschen argumentieren. Und früher war das halt noch nicht so. Die wollten eigentlich auch gar nicht mit uns sprechen. Die wollten eigentlich bloß uns ein bisschen bemeckern. Aber das hat sich jetzt auch wieder gelegt. Und wie ist es bei euch in Berlin? Wie lange macht ihr da jetzt schon mit? Oder macht ihr das nur sporadisch oder seid ihr jeden Freitag dabei? Also ich kann nicht jeden Freitag dabei sein, weil meine Schule da sehr streng ist, aber grundsätzlich findet er jeden Freitag statt und ich habe in Berlin seit Anfang mitgemacht. Und ja, wie Luna schon sagt, das sind einfach Riesendemonstrationen meistens.
und setzen auch ein ganz großes Zeichen an die Politik. Genau, und ich bin seit Ende Januar dabei. So lang schon, okay. Genau, und dann bin ich ja auch zu Luna gekommen und wir haben dann das hier gemeinsam in Bad Segeberg uns angeguckt, sodass Luna dann da auch hingegangen ist. Und ich bin jede Woche, also jeden Freitag dabei, weil meine Schule sieht es nicht so streng. Also ich kriege zwar unentschuldigte Fehlstunden, aber keine Sanktionen oder so. Ah, okay, das ist auch noch so ein Thema, ne? Genau. Dass jede Schule da unterschiedlich dann reagiert, oder? Ja. Habt ihr richtig Stress mit Lehrern oder bei dir ist es auch relativ? Also bei mir wurden Strafen angekündigt, ganz groß. Aber also obwohl ich das derzeit regelmäßig mache, ist gar nichts passiert. Also die Schule ist ja auch verpflichtet, darüber aufzuklären, dass wir nicht dürfen. Das ist halt dann auch aufgedeckt. Aber wir wurden trotzdem nicht dafür bestraft. Okay. Verstehe. Und sag mal, ihr kriegt ja natürlich, also du bist richtig aktiv mit auch in der Organisation dort, ne? Du auch? Oder geht ihr einfach immer hin dort, weil da schon so viele sind, die das organisieren und die Regeln halten? Oder seid ihr da richtig auch mit involviert in dem Organisationsteam? Oder? Also, du bist da richtig mit dabei, ne? Dass du einfach mit organisierst und Regeln. Kommen wir gleich noch drauf. Ja. In Berlin ist es halt nicht so einfach, weil es eine Kernorganisation, die macht, die sind halt, bestehen schon von Anfang an, wo es die Streiks gab. Und da ist es halt schwer reinzukommen, weil die halt schon genug Leute eigentlich haben, beziehungsweise keine neuen mehr richtig aufnehmen. Es gibt zwar so Plenums jeden Dienstag, aber das ist halt nicht wirklich, dass man dort mitwirken kann, weil das nicht so ganz umgesetzt wird oder man selbst nicht so ganz angehört wird. Also es ist da nicht so einfach, sich einzubringen, weil es halt auch so riesig ist. Es gibt ja einen großen Streik und der muss organisiert werden und nicht einen kleinen, bei dem man sich dann besser einbringen kann und alles. Also am Anfang waren wir auch dabei und am Ende hat sich dann das, was Lena gesagt hat, war herausgestellt. Ich war dann jetzt auch noch in Potsdam dabei gewesen. Das ist eine Stadt in der Nähe von Berlin. Und dort ist es einfach deutlich leichter mitzuwirken, weil der Streik etwas kleiner ist. Es gibt weniger Leute, die es organisieren. Verstehe. Und sag mal, was mich natürlich interessiert, also ihr seid ja noch relativ junge Menschen. Ne? Also 16? Du bist ja. 16? Alle 16. Ich finde das ja toll, dass ihr euch da engagiert und euch so einsetzt für ein Bewusstmachen, dass wir wirklich sozusagen auf dem Pulverfass sitzen, was die Klimaentwicklung betrifft. Seht ihr die Zukunft? Ich kriege das ja ab und zu von der Greta Thunberg mit. Ne? Seht ihr das wirklich so? So drastisch, habt ihr so eine Angst, dass die Zukunft wirklich sozusagen irgendwie, dass wir in 10 Jahren keine Lebensbedingungen mehr haben? Oder weil die Natur so zerstört ist? Oder ist das auch eine Geschichte, die so ein bisschen, weil das jetzt so massiv in den Medien so eine Panikmache auch erzeugt wird, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder sowas? Wie kommt ihr zu dieser Radikalität, dass ihr sagt, wir machen das jetzt, also als junger Mensch? Also ich war in dem Alter lange nicht so, so politisch aktiv oder so gesellschaftspolitisch aktiv, ne, wie ihr das jetzt macht. Also, wer möchte anfangen? Ich sehe es tatsächlich ähnlich wie Greta. Also sie hat dafür auch eine sehr gute Ausdrucksweise, sehr gute Worte gefunden, speziell bei ihren Reden auch vor der Klimakonferenz in Katowice letztes Jahr. Und ich sehe auch einen akuten Handlungsbedarf der Politik und das Ganze ist bis jetzt ja noch nicht richtig geschehen, obwohl jeder uns zustimmt. Und das ist so die Sache, worauf wir aufmerksam machen wollen, dass endlich mal gehandelt werden muss und nicht nur darüber gesprochen werden muss, dass gehandelt werden muss. Das stimmt. Das geht mir auch auf den Sack in der Politik, ne? Dass immer ganz viel geredet wird und dann aber nichts passiert. Und vor den Wahlen wird immer ganz viel versprochen und so. Ja. Und also ich finde, es wird, also manche Leute nehmen das so wahr, dass die ganzen Leute bei Fridays for Future irgendwie total verzweifelt sind und panisch sind und total Angst haben. Das stimmt auch zum Teil, also es trifft auch manche zu.
Aber das kann man so schon mal nicht pauschalisieren. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Welt auf jeden Fall untergeht. Natürlich, also ich, aus meiner Sicht ist es so, da ist quasi ein Abgrund vor uns. Aber ich glaube daran, dass wir jetzt noch die Kurve kriegen und jetzt nicht in den Abgrund springen, sondern dadurch, dass wir uns einsetzen und jetzt engagieren, dass wir quasi das noch schaffen, ja, das Bevorstehende noch abzuwenden. Verstehe. Ja. Und das ist ja auch wirklich heftig, ne, was die Wissenschaftler ja euch auch da, es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, die euch unterstützen und die euch zustimmen, die sagen, ja, es ist wirklich so, so heikel und so kurz vor 12. Ne, also ich bin so aufgewachsen, das heißt schon lange irgendwie so, das ist kurz vor 12 und trotzdem passiert nichts. Das macht mich auch total wütend. Deswegen finde ich das so geil, dass, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein Wort benutze, dass ihr so, ihr stellt euch dahin, angefangen natürlich von so einem jungen Mädchen da in Schweden und ihr zwingt quasi die Öffentlichkeit dazu, in irgendeiner Form sich zu positionieren. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die versuchen euch irgendwie, was weiß ich, das runterzureden oder sich über euch lächerlich zu machen oder so prominente Aussagen von Politikern wie, geht erstmal zur Schule, damit ihr was lernt und dann könnt ihr in 10 Jahren, wenn ihr studiert habt und für euch einsetzen. Ja, das ist halt die Sache. Wenn wir jetzt noch warten, dann ist es schon längst zu spät. Die Forscher haben ja auch alle andere Zahlen, wie viel Zeit wir jetzt noch haben, um konkret was zu machen. Mhm. Aber die meisten befinden sich halt im Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Wenn wir jetzt studieren und dann irgendwie Forscher werden oder in die Politik gehen, ja, dann ist es auch schon gelaufen. Ich meine, es geht halt darum, dass wir jetzt was machen müssen. Und da können wir halt nichts anderes machen, als jetzt die Politik, die gerade ist, zu ändern. Aber hinzu kommt ja, dass wir das überhaupt gar nicht brauchen, zu studieren zu haben, um das Problem zu verstehen. Und wir sind auch nicht diejenigen, die das Problem überhaupt erst herausgefunden haben, sondern wir sagen nur, dass wir das wichtig finden, während zum Beispiel die ganzen Wissenschaftler hinter uns stehen. Ja. Das ist ganz cool, ne? Als es dann hieß, irgendwie so ganz am Anfang, ne? So irgendwie Scientist dann, for Future. Und dann kamen plötzlich diese Wissenschaftler und haben euch sich zu Tausenden hinter euch gestellt, haben gesagt, ja, die haben total recht. Und es ist noch viel krasser, als da irgendwie formuliert wird. Und verletzt euch das, wenn dann irgendwie so ein Politiker irgendwie so eine Äußerung trifft? Oder wie ist es für euch? Ne, irgendwie unsere Bundeskanzlerin, die seit irgendwie fast 16 Jahren jetzt irgendwie dann an der Macht ist und eigentlich Einfluss nehmen könnte und Sachen voranbringen könnte, die dann irgendwann plötzlich sagt, sie findet das super, was ihr macht, aber sie selber macht irgendwie viel zu wenig oder gar nichts oder vertritt nur die Interessen von irgendwelchen, von der Kohleindustrie oder der Ölindustrie. Was macht das mit euch? Das ist doch irgendwie... Ja, also, wird das wütend oder ihr bleibt ja trotzdem relativ entspannt dabei, ne? Also ich kenne keinen von euch, der dann aggressiv wird oder irgendwie anfängt umzupöbeln oder sowas, ne? Könnte ja auch passieren. Also ich finde das schon, ja, also warte, ich finde gerade nicht das richtige Wort. Ich finde es eigentlich lächerlich und eigentlich auch respektlos gegenüber allen Menschen so, immer was vorzumachen und zu sagen, dass man ja jetzt, also vor allem die CDU ist ja immer gut dabei, mit leere Versprechungen machen und so. Und ja, wir verstehen das alles und nehmen das auch wahr, aber ne, dann kommt plötzlich doch nichts. Das kann ich gar nicht leiden. Ja, aber zum Beispiel, wenn jetzt Christian Lindner von der FDP sagt, ja, überlass das den Profis oder mach das nach der Schule, ja. Das heißt, ich juckt mich jetzt eigentlich nicht, was der sagt. Das wird bloß einfach klar. Kann man kaum ernst nehmen. Das heißt aber auch in Zukunft würdet ihr die FDP als Partei auch gar nicht irgendwie überlegen, die zu wählen oder sowas. Das heißt, die schießen sich irgendwie selber ins Knie, dass sie euch irgendwie nicht ernst nehmen und dann irgendwie so tun, so tätschel und ihr Kleinen. So, ne? Toll, dass ihr das macht, aber ansonsten ist mir das scheißegal. So, das ist schon, finde ich schon. Heftig. Ne, es ist ein Hoffnungsschimmer, sicherlich aus eurer Sicht, jetzt irgendwie nach dieser Europawahl, wie gut die Partei abgeschnitten hat, die sich ja dafür massiv einsetzt, ne, um Veränderung erneuerbarer Energien. Was sind denn eure konkreten Vorschläge, was jetzt unmittelbar in den nächsten 1-2 Jahren wirklich unbedingt gemacht werden soll, aus eurer Sicht, damit sich für die nächsten Jahre Klima wirklich grundsätzlich was ändert? Was sind eure konkreten
Wünsche oder Forderungen, das finde ich irgendwie mal ganz wichtig. Was denkt ihr euch, was kann man jetzt konkret machen? Oder was macht ihr in eurem Alltag anders, seitdem ihr euch damit beschäftigt, als vorher? Um also einen Beitrag zum... Das ist ein großes Thema. Ja, ja, klar, aber wir haben viel Zeit. Also man muss ja ein bisschen differenzieren, einmal zwischen den Forderungen, die man dann an die Politik hat, sodass sich etwas Größeres ändert. Fangen wir damit mal an. Was wir selbst ändern. Erstmal, was sozusagen die offiziellen Forderungen dieser Bewegung sind. Also allgemein hat Fridays for Future erstmal wollte nichts Konkretes in dem Sinne fordern, wie jetzt zum Beispiel Kohleausstieg bis da und da, sondern eigentlich war bloß das Anliegen, dass das Pariser Klimaabkommen, wo Deutschland unterzeichnet hat und sich damit auch verpflichtet, das Pariser Klimaabkommen durchzusetzen, das wollte eingehalten werden. Das beinhaltet halt unter anderem auch, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränkt wird. Und das ist quasi die Grundforderung. Und jetzt sind noch weitere Forderungen gestellt worden von Fridays for Future, die das eben unterstützen und ja, fördern sollen. Und das ist jetzt zum Beispiel bis 2019 der Kohleausstieg. Bis 2019. Ein Viertel der Kohlekraft abschalten bis 2019. Ende 2019. Wir haben ja schon 2019. Ja. Okay. Ende. Und dann halt langfristig auch weiter runterdrosseln. Ja, also vor allen Dingen die Kohle. Da geht es um. Das ist ein Kernpunkt, aber nicht nur die Kohle. Ja. Ja. Dann nochmal Ende der Subventionierung von klimaschädlichen Energieherstellungsmethoden, sage ich jetzt mal. Also auch Atomkraft. Ja. Weil das ist jetzt erstmal. Atomkraft ist ja jetzt nicht klimaschädlich in dem Sinne. Ne? Das ist halt einfach massiv schädlich unter Umständen, weil man das aber nicht wirklich kontrollieren kann, ne, letztendlich. Ja. Also wenn man sich dann so das Asselager anschaut, wo die Sachen und die ganzen Fässer verscharrt sind und dann hier offensichtlich ausläuft oder da irgendwas irgendwie, ne, das Salz irgendwie die Fässer erodiert, sodass die irgendwie durchlässig werden, das ist schon auch eine Umweltkatastrophe ohne Ende. Mhm. Ne, aber das ist nicht an erster Stelle. Aber Öl zum Beispiel, ne? Also das ist natürlich auch ein großer Dreckmacher in unserem Klima. Aber auch natürlich, und zum Beispiel unsere Ernährung geht da und wir bewegen auch konsequent drauf ein und sagt, irgendwie hört auf Fleisch zu essen, weil das ist für den gesamten Kreislauf irgendwie wahnsinnig schädlich oder... Oder ist das nicht ein Kernthema, was dann offiziell gefordert wird? Da kommen wir jetzt dazu, was wir persönlich versuchen zu verändern. Wir können ja jetzt den Leuten nicht vorschreiben, was sie essen sollen und was nicht. Das ist ja ein privates Thema, sage ich mal. Und viele Leute fühlen sich dadurch dann irgendwie auch angegriffen, wenn man so Veganismus und Vegetarismus irgendwie anspricht. Mhm. Ja, wir drei sind alle vegan. Vegan? Ja. Also auch kein Käse... Keine Butter, kein Joghurt. Also weil Ernährung ist halt ein Teil, der sehr viel Klima zu tun hat. Und also wir stoßen jetzt ungefähr 2 bis 8 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Und durch eine vegane Ernährung kann man ungefähr 2 Tonnen CO2 verringern. Und das ist pro Person? Ja. Also du stehst jetzt 7 bis 8 Tonnen aus pro Jahr und du kannst 2 dadurch verringern. Okay, wenn das jeder machen würde, wäre das schon mal... Genau, das ist halt schon ein großer Teil und wir versuchen natürlich auch auf den Demos das den Leuten persönlich zu vermitteln, weil das können wir schlecht an die Politik fordern. Aber was man halt auf jeden Fall fordern kann in der Politik ist eben die Agrarwende. Sowas ist halt auch sinnvoll. Das heißt, was wäre das konkret? Das heißt, dass man mehr auf Permakultur und den ökologischen, nachhaltigen Landwirtschaftsbau zurückgeht oder den wieder aufbaut. Das wird ja schon auch gemacht, aber das ist eurer Ansicht nach noch viel zu wenig. Genau. Ne? Ja, vor allem halt auch keinen Kunstdünger mehr, der zum Teil auch aus künstlicher Chemie hergestellt ist. Ja. Und vor allem auch nicht mehr so viele ölbetriebene Maschinen in der Landwirtschaft, nicht so viele. Obst zum Beispiel aus einem anderen Teil der Welt, was dann erstmal hierhin transportiert werden muss, sondern eher regionale und saisonale Produkte. Mhm.
Das ist schon krass, ne? Wie wir vorhin festgestellt haben beim Frühstück, wenn dann irgendwie da die Weintrauben aus Indien kommen. Ich meine, was ist das für ein logistischer Aufwand und für ein Energieaufwand? Klar, ich meine, wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt hier im Mai irgendwie Weintrauben haben, aber eigentlich, also so konsequent seid ihr dann auch nicht, dass ihr dann auf sowas verzichtet oder? Oder manchmal lässt es sich auch nicht vermeiden. Wir haben diese Weintrauben nicht gekauft. Das stimmt. Ihr seid hier, ja genau. Ja. Muss ich dazu sagen, die sind hier gerade zu Besuch auf dem Land, die drei. Und natürlich sind dann da Sachen im Kühlschrank. Ja, die, also wenn es jetzt die Wahl gibt zwischen deutschen Äpfeln und Äpfeln aus, keine Ahnung woher, anderen Seite der Welt, genau. dann werden wir sicher die deutschen Äpfel wählen. Es ist halt schwer, auf so viel zu verzichten, also wenn man sich dann schon vegan ernährt und dann noch ganz viel Obst und Gemüse wegfällt, weil es von weit her kommt, dann ist es irgendwann eine zu große Einschränkung. Ich verstehe. Das fällt halt dann schwer. Und aber zu Hause achte ich schon darauf, möglichst nah, also regionale. Ja, man achtet darauf, aber manchmal lässt es sich, finde ich, nicht mehr. Naja, wirklich. Ich weiß nicht. Man hat dann halt nicht so viel Auswahl, zum Beispiel nur Äpfel jetzt. Ja, und Zeit. Also nur Äpfel jetzt immer zu essen, finde ich schon ein bisschen hart. Ja, stimmt. Also, das stimmt, aber da muss man, könnte man zumindest konsequent sein. Ja, ja. Also es wäre nicht schlecht, konsequent zu sein. Ja, aber möchtest du dich nur noch an Äpfel ernähren? Klar, es ist schwierig. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich fast kein Gemüse. Also es gibt naja, ja Gemüse gibt es ja viele Sachen. Bisschen Salat, bisschen Karotte gibt es jetzt. Aber naja, doch. Also, ja. Wir versuchen wohl darauf zu achten, aber es ist jetzt noch nicht perfekt ausgereift. Ja, ja gut, das ist halt immer, das ist ja auch irgendwie ein Thema immer in der Politik, ne? Irgendwie einen Kompromiss finden, also zumindest irgendwie in eine gute Richtung gehen. Man wird wahrscheinlich nie irgendwie die hundertprozentige Radikalität irgendwie leben können, ne? Irgendwie, weil es ist, naja, wir leben hier in einem. Doch, schon. Kann man. Ist, ja, klar. So, man kann das schon. Also als Einzelperson auf jeden Fall, also ob das jetzt für die ganze Bevölkerung umsetzbar ist, das ist natürlich was ganz anderes. Aber das wäre euer Wunsch, oder wie? Dass viel mehr Leute sich darüber bewusst werden, auch was wir essen, ja, dass wir Sachen essen, die saisonal einfach jetzt wachsen und nicht irgendwie, was weiß ich, im April Grünkohl haben wollen oder sowas, was, obwohl, ich glaube, im April gibt es sogar noch Grünkohl. Aber so absurde Sachen eben, die einfach jetzt eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen würden. Das lasst ihr auch weg dann. Oder guckt. Tendenziell. Toll. Aber das sollte eben auch die breite Bevölkerung immer mehr verinnerlichen. Und das sieht man ja auch schon, die vegane Szene ist gerade sehr groß, weil sie hip ist, aber es ist trotzdem positiv, das zu bemerken, dass viele Leute das interessant finden. Ich weiß noch zu meiner Zeit, als ich in den 80ern so in eurem Alter war, ne, dann mit 16, dann 85, 86, 87. 1986 oder so. Da war das natürlich auch, wurde mal thematisiert. Da waren die Grünen gerade so ein paar Jahre irgendwie überhaupt präsent. Überhaupt noch nicht irgendwie in der Politik drin. Das war einfach eine Gruppe, die sich da eingesetzt hat gegen Waldsterben und sowas. Gab es damals auch schon. Viel, viel kleiner als heute. Ja, und einfach wurde einfach massiv belächelt und so. Aber da gab es überhaupt noch gar kein Bewusstsein irgendwie, dass man sich auch, sag ich mal, gesund ernährt. Ne? Vielleicht von ein paar ganz wenigen, die sich damit beschäftigt haben. Aber das ist schon mal ein Zeichen, dass was wirklich sozusagen über die Jahrzehnte passiert ist. Das ist ein ganz anderer, das finde ich ganz toll, das ist heute einfach viel, viel mehr bewusst. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die zumindest vegetarisch leben. Ja. Ne? Vegan ist irgendwie jetzt noch mal ein Schritt. Ich habe das auch mal probiert. Ich gestehe, ich kriege das irgendwie nicht hin. Also ich habe manchmal da einfach zu viel Bock drauf, ein Stück Käse oder so zumindest noch zu essen. Ne? Also Fleisch esse ich so gut wie gar nicht mehr. Ich gibst du, aber auch da, ne, bin ich irgendwie jetzt nicht hundertprozentig so. So manchmal habe ich einfach Bock auf Steak oder so. Ich darf es fast gar nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. aber da ist schon was passiert. Also, und ihr seid euch auch sicher, durch das, was ihr jetzt macht, dass in der Zukunft sozusagen dadurch ein Bewusstseinswandel immer mehr in der breiten Bevölkerung sich auch breit macht, oder? Ja, also man setzt sich ja dann auch mit den Menschen im Umfeld auseinander, also jetzt zum Beispiel im Veganismus, die stellen einem Fragen, wie das funktioniert, ob das funktioniert und bekommen dann natürlich auch mit, wie man lebt und auch zu anderen Themen fragen die halt auch und dadurch werden sie halt auch irgendwie beeinflusst, denke ich mal. Und eure Eltern, unterstützen die euch dabei? Also einerseits erstmal bei diesen Aktivitäten?
Und auch irgendwie zum Beispiel, was eure vegane Ernährung betrifft. Das muss ja auch irgendwie Mama oder Papa bereit sein, irgendwie zu sagen, okay, ich gucke da ein bisschen drauf und bringe euch das entsprechende Zeug auch mit. Oder geht jeder komplett selber einkaufen? Oder? Weil Also, die Eltern das nicht unterstützen. Gibt es auch. Also meine Eltern hätten das überhaupt nicht unterstützt, hätten mir einen Vogel gezeigt. Ich sagte, du isst entweder was auf den Tisch kommt oder du lässt, das kannst du ja aussuchen. So, ne, das war, so sah das bei mir aus. Ohne dass sie das Böse gemeint haben. Die haben bloß gedacht, ich habe eine Macke. Ne, dass sie irgendwie, bei meiner Schwester, die 10 Jahre jünger ist, war das plötzlich gar kein Thema. Die hat mit 14, 15 irgendwann gesagt, ich esse jetzt vegetarisch und da ging das dann. Ne? Bei uns war das irgendwie noch so ein bisschen anders. Also meine Eltern unterstützen das schon, also Fridays for Future jetzt erstmal. Mein Vater hat mir sogar als erste Person davon erzählt und gefragt, ob willst du das nicht auch Ach, machen? echt? Ja. Ja, von daher, die stehen da sehr dahinter. Die sind auch selbst bei den größeren Demos auch dabei gewesen. Und Veganismus, also meine Mutter ist schon seit Ewigkeiten vegetarisch, war dann auch schon vegan und ist jetzt auch wieder vegan. Von daher war das kein Problem. Eigentlich ist auch meine ganze Familie vegetarisch. Und ja, also Also wir ist sitzen relativ eigentlich leicht alle in zu einem Hause. Boot und Toll. Das heißt, da ist auch im Kühlschrank nichts, was irgendwie Rückfall verursachen ja, könnte doch, oder schon. sowas. Also da gibt es zum Beispiel auch Käse, aber also wenn man da raus ist, dann ist man halt raus. Also. Und bei euch, wie ist es da? Werdet ihr da unterstützt von zu Hause? Oder gibt es da eher so, wenn du nochmal freitags dahin gehst und die Schule schwänzt, dann kriegst du aber irgendwie, ne, Hausarrest oder so? Nee, ist es nicht. Nee, also meine Eltern unterstützen mich da ziemlich, aber jetzt nicht so direkt, also indirekt, indem sie es mir Ja, erlauben, und euch sowieso. da keine Steine in den Weg Genau. legen. Toll. Und bei dir? Bei mir. Sorry, wenn ich so direkt frage. Ihr müsst auch nicht darauf antworten, ne? Wenn es Nein, so, alles gut. in so private Geschichten geht. Also nur, dass ihr wisst. Ne? Also Nö. wollen wir jetzt hier irgendwie auch nicht über schlecht über Eltern reden oder irgendwie sowas. Ne? Also glaube ich, ist bei euch gar nicht der Fall, aber Nein. das wäre natürlich blöd. Dann müsst ihr jetzt irgendwie auch nicht. Nö, also meine Eltern unterstützen es auch. Sie gehen jetzt zwar nicht selbst auf die Streiks, aber sie finden es eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass ich da hingehe. Und mit dem Veganismus waren sie erst sehr skeptisch, weil sie sich, glaube ich, Sorgen gemacht haben, dass es irgendwie Mangelerscheinungen dann gibt, weil man irgendwelche Vitamine oder Stoffe nicht hat. Ja, gut, aber da kann man sich ja kümmern. Ja, habe ich ihnen auch gesagt und jetzt habe ich es halt ein bisschen durchgesetzt eben. Und jetzt haben sie sich aber auch sehr gut darauf umgestellt, finde ich. Also sie kochen und backen auch hauptsächlich vegan. Genau. Aber Toll. sie sind jetzt nicht selbst vegetarisch oder so. Aber da nehmen Sie dann Rücksicht, Ja. dass du den Kuchen dann auch davon essen kannst und so. Ja, sie Ich finde, das essen ist halt können auch so, vegan. dass eigentlich die meisten Mitmenschen darauf automatisch Rücksicht nehmen. Also ich erwarte jetzt nicht von anderen, dass die, keine Ahnung, nur vegan backen oder kochen oder so. Aber die machen das von sich aus. Also die meisten Ja. einfach, also ja. Und sag mal, ich habe jetzt mitgekriegt, letzte Woche, als diese große europaweite, war das letzte Woche? Ja. Ja, es ist jetzt etwas über eine Woche her, als diese große Demo war. Hattest du mir erzählt, dass du sogar eine Rede dann gehalten hast vor dort auf dem Marktplatz oder wo ihr das immer macht? Oder Ja, war das an also der Stelle oder? ja, wir haben da das erste Mal einen Demozug gemacht, also dass wir mit der Demo gelaufen sind. Und Okay. das war dann vom Kreishaus. Also wo die Politiker auch Ja. tragen quasi von Ja, Bad Segeberg. Ja, wo, leider. naja, Ja, jetzt ganz quasi. klein, das ist ja im Prinzip Ja, das ist die. halt das Schöne an Segeberg. Wenn die Stadt so klein ist, dann hat man halt die Chance, selber groß zu sein. Toll. Und halt in so einer großen Stadt geht man halt leicht unter. Und dann hast du da eine Rede gehalten. Ja. Und dann hast du dich vorher hingesetzt. Und wie war das für dich? Ich meine, hast du sowas schon öfter gemacht, wirklich vor fremden Menschen in der Öffentlichkeit, da irgendwie was zu erzählen? Oder war das eine große Überwindung und fiel dir das leicht, deinen Text dir vorher zu überlegen und auszuarbeiten? Oder? Weil das ist ja, ich bin das so bewundernswert. Ne? Ja, weil ihr seid so jung. Für Also, mich ist das kein Thema. Ne, aber selbst ich wäre noch aufgeregt. Aber wie war denn das für dich da? Also plötzlich bist du eine offizielle Person, die dann fotografiert wird, die dann zitiert wird in der Zeitung, die dann irgendwie für voll genommen wird, ne, was du da von dir gibst. also ich war auf jeden Fall schon aufgeregt und also so eine Rede vor wirklich vielen fremden Leuten habe ich jetzt noch nicht gehalten. In der Schule hat man halt immer wieder Referate, wo man dann halt vor der Klasse steht. Die kennt man Aber aber die alle. kennt man genau.
Und okay, mein ganzer Jahrgang war auch auf der Demo, von daher. Das hat dich ein bisschen beruhigt. Nee. Also ich finde mich leichter, vor fremden Leuten zu sprechen, die ich wahrscheinlich nicht wiedersehe, weil das ist ja dann für mich nicht so wichtig. Aber Leute, die mich halt kennen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, wenn mir da halt was Blödes passiert, dann ja, bin ich quasi immer noch mit dem Thema konfrontiert im Alltag. Da wird noch das Thema sich lustig gemacht dann. Ah, wie du dich da versprochen hast. Also. Ja, ich verstehe es schon, aber ich sehe das jetzt gar nicht so wild. Also ich meine, man verspricht sich ja jetzt nicht so schlimm, dass Leute denken, man wäre eine andere Person. Man kann ja auch mal einen Fehler machen. Ja, also zumindest, also ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und auch diese ganzen Demos, also haben mich seitdem schon verändert und bin mutiger geworden. Das ist schon gut und ja. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Ich meine, das möchte ich einfach mal anmerken. Auch ihr seid einfach junge Menschen, die sozusagen ins Leben starten und Sachen ausprobieren. Und das ist ja auch eine unglaubliche Persönlichkeitsbildung, ne? Also ja. Wie du sagst, man muss mutig sein, plötzlich steht man da und macht das und konfrontiert sich mit der Situation, mit der man vielleicht frühestens in 5 oder 10 Jahren mal konfrontiert ist, ne? Um vor fremden Menschen in der Öffentlichkeit ein Statement abzugeben. So, also das hat auch seine Vorteile für euch, ne? Weil es wird immer so, also ich nehme das so wahr in der Presse, ich habe mich auch in einem meiner Videos irgendwie da furchtbar drüber aufgeregt, dass so dann irgendwie so, das so abgetan wird. Ach, diese naiven Kinder. Ne, das ist, die wollen ja nur Schule schwänzen, anstatt irgendwie so. Aber nee, es ist, ne, ihr werdet aktiv und macht was und fordert euch raus und seid mutig und wächst über euch hinaus, sodass man viel mehr Selbstvertrauen bekommt und sowas. Wie geht ihr denn mit so Leuten um, die eben immer mit diesem Pauschalargument kommen? Naja, die wollen ja sowieso, die haben einfach nur keinen Bock auf Schule. Also, den kann man eigentlich nur sagen, wenn ich die Schule schwänzen möchte, dann mache ich das halt. Und dann stehe ich nicht im Winter auf dem Marktplatz und friere mir den Hintern ab oder stehe da im Regen. Das ist nun echt nicht das, was ich mir unter schönen Schuleschwänzen vorstelle. Ja. Und wenn ich halt schwänzen möchte, dann könnte ich das auch immer tun. Da brauche ich auch nicht die Ausrede, da auf eine Demo zu gehen. Also, ja. Also das ist totaler Blödsinn. Ja. Also, und komisch, ne, dass dann irgendwie solche Argumente kommen. Ja. Das ist aber in meinen Augen auch etwas, wo da fällt den Leuten einfach nichts mehr ein. Ja, genau, ja, wo sie dann einfach jeden möglichen Grund suchen, uns zu kritisieren. Und was ich halt auch blöd finde, dass der Fokus dann eher darauf liegt, dass wir eben Schule schwänzen und nicht darauf, was wir halt fordern und was wir wollen. Es wird halt viel häufiger über die Problematik des Schuleschwänzens geredet. Oder? Und nicht darüber, dass wir uns eigentlich nur für den Klimawandel einsetzen. Und das ist halt bloße Zeitverschwendung. Ja. Und ich verstehe auch nicht, wie sich die Politiker mit diesem Schuleschwänzen von uns jetzt aufhalten können, obwohl es viel wichtigere Probleme gibt und obwohl sie einfach sich jetzt auf den Klimawandel konzentrieren könnten und dann gleichzeitig halt das Problem mit dem Schuleschwänzen. Also wir haben ja das Problem Klimawandel und wenn sie sich jetzt darum kümmern, dann legt sich ja die Bewegung auch wieder und dann schwänzt auch keiner mehr die Schule. Also ich verstehe nicht, wieso man jetzt so völlig am Thema vorbeireden muss. Ja, danke dafür. Das ist total widersinnig. Das stimmt schon. Vor allem, weil die Problematik vom Klimawandel ja auch viel schwerwiegender ist. Viel wichtiger ist. Und ich finde auch eine Geschichte, also ich kriege das zum Beispiel in Berlin mit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so massiv habt. Wie viele Stunden auch ausfallen, weil es einfach zu wenig Lehrer gibt, weil die Politik da auch im Schulwesen komplett versagt. Naja, aber da wird dann nicht gesagt, irgendwie ihr schwänzt die Schule, nee, da fällt die Schule einfach aus und irgendwie, ne, also da wird überhaupt nicht irgendwie drüber, anstatt da anzugehen, zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass ihr auch guten Unterricht bekommt. Das ist noch ein viel größeres Thema, dass unser Schulsystem allgemein aus meiner Sicht Erzähl mal, ja, weil das ist ja auch wichtig, ne, also ihr widersetzt euch ja jetzt sozusagen richtig dem System, ne? Weil offiziell heißt es, ihr dürft das nicht, weil Schulpflicht ist Pflicht. Und wenn ihr nicht zur Schule kommt, müsst ihr mit Sanktionen, mit Strafen rechnen. Schwerwiegendes Drohung ist immer irgendwie, ihr werdet nicht versetzt, weil ihr zu viele Fehlstunden habt und solche Sachen. Ne? Aber
das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Schulsystem, was wünscht ihr euch denn zum Beispiel, gehen wir irgendwie, machen einen kleinen Exkurs, wir haben ja die Zeit, ja. Wie stellt ihr euch denn irgendwie eine ideale Schule vor? Also zum einen deutlich freier, dass man selbst entscheidet, wie lernt man, was lernt man, nicht so auf den Lehrer fixiert, nicht so frontal und so unselbstständig, vielmehr dann aber auch gemeinschaftlich trotzdem, also nicht, dass jeder Einzelgänger ist, sondern man kann sich auch dann in Gruppen zusammenschließen und könnte halt auch außerhalb der Schule lernen. Man müsste gar nicht immer in dieses Gebäude jeden Tag zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Terminen, klar, aber halt nicht immer. Also ähnlich wie in der Uni eigentlich. Naja, auch aber vielleicht halt auch eher auf die Praxis dann bezogen, nicht so auf die Theorie. Weil ich finde, in der Schule ist es mir zum Beispiel viel zu theoretisch. Ich lerne ja nur von irgendwelchen Sachen, die ich dann aber im realen Leben gar nicht richtig anwenden kann und auch nicht werde, sondern ich möchte ja wirklich mich auf manche Themen spezialisieren und halt etwas tun, also wirklich tun. Und ich finde, man lernt halt wirklich nur für die Schule. Man lernt halt eigentlich nichts fürs Leben. Es geht halt darum, Noten zu schreiben, nachdem man dann irgendwann bewertet wird. Und das finde ich ist richtig schrecklich an der Schule, weil ich finde, also zumindest bei mir und bei meinen Freundinnen baut sich so ein Druck auf, gute Noten zu schreiben. Und das ist total stressig, vor allem in so einer Klausurenphase, wenn man dann ständig lernen muss. Und tatsächlich kriegt man dann so das Gefühl, dass da jetzt so viel von abhängt, was man für eine Note schreibt. Und ich finde das dann auch so ein verzerrtes Weltbild, weil die Welt geht nicht unter, wenn ich eine 3 schreibe. Aber man kriegt irgendwie durch das System so vermittelt, dass davon so viel abhängt. Und man wird so stark danach bewertet und das mag ich gar nicht. Es hat sich nichts geändert in den letzten 30 Jahren. Das war bei uns schon genauso. Das war ätzend. Und dann kriege ich ja mit, ich meine, das war bei uns teilweise schon in unserer Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, der Fall, dass auch Sachen gelehrt werden, die komplett erwiesenermaßen falsch sind. Das gibt es ja immer noch. Ne, also wie ist es zum Beispiel, wenn ihr Physikunterricht, habt ihr Physikunterricht? Ja. Ich nicht mehr, ich habe es abgewählt. Chemie, Biologie, werden denn da irgendwie auf die aktuellen Geschichten sozusagen eingegangen? Also das, was ihr jetzt über diese Klimageschichten wisst, habt ihr euch selber angeeignet, oder? Oder wird das im Unterricht thematisiert, dass das heikel ist und dass, wenn wir noch mehr, 1-2% mehr erhöhen oder Grad erhöhen, die Temperaturen, dass das wirklich massive wird sowas überhaupt thematisiert? Und jetzt, wo es so Thema ist, dass die Lehrer sagen, komm, wir beschäftigen uns damit und gucken uns das an und da habt ihr recht und da stimmt es nicht oder sowas, oder müsst ihr euch das alles irgendwie selber irgendwie recherchieren? Also da muss ich sagen, hat das meine Schule sehr gut gemacht. Wir hatten das in Geografie ganz ausführlich und wir haben auch in anderen Fächern, wie zum Beispiel in Englisch, darüber gesprochen. Und also da hat man schon viel so darüber gelernt. Und ich finde, das ist auch vernünftig. So wichtige Themen sollte, glaube ich, jeder irgendwie kennen und sich damit grob zumindest auskennen. Und das hat die Schule eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja, es ist halt alles wieder nur theoretisch. Also die Schüler, also allgemein, wenn man das, was man in der Schule lernt, nimmt man nicht als wirkliches Lernen wahr, sondern es ist halt Schule. So. Es kommt in so eine, in so eine Ecke. Es ist halt Schule. Genau. Es ist halt und wenn man sich nicht dafür interessiert, es ist halt so, du lernst das, dann schreibst du da eine Klassenarbeit und eine Klausur drüber und dann ist es wieder aus deinem Kopf raus. Man kann sich nicht an das erinnern, was man im letzten Schuljahr hatte oder vor einem halben Jahr hatte. Das vergisst man tatsächlich sofort wieder. Ich gebe sogar zu, du vergisst es so wirklich auch. Ne? Auch ich weiß noch, irgendwie fürs Abi lernen, du hast wirklich nur für diese Klausuren gelernt. Ja, man lernt halt. Und danach ist es weg. Ich weiß wirklich, ich weiß viele Sachen. Ich wusste aber auch schon 3 Monate nach dem Abitur nicht mehr, was ich da eigentlich gelernt habe. Es sei denn, die Sachen, die mich interessiert haben. Ja, genau, das ist halt das Problem. Und da wird viel zu wenig drauf eingegangen. Ja. Ne? Dass du bist einfach ein ganz anderer Mensch mit anderen Interessen, Fähigkeiten, als du zum Beispiel. Ne? Also, und das wird so wahrscheinlich so normiert, dass jeder irgendwie die gleichen Forderungen erfüllen muss und Leistungsansprüche irgendwie bekommt. Dass, Und vor allem in meiner Schule wurde auch gar nicht über den Klimawandel geredet. Also in keinem einzigen Unterricht haben wir das richtig thematisiert. Also wirklich nirgendwo. Auch jetzt nicht? Auch jetzt nicht. Wir haben in Chemie einmal ein bisschen über Plastik und Meeresverschmutzung geredet,
Und das war es, vielleicht 1-2 Stunden. Mehr haben wir in meiner ganzen Schulzeit noch nicht über den Klimawandel im Unterricht geredet. Hm. Wir haben das irgendwie ständig gefühlt. Und in Englisch haben wir zum Beispiel auch, als Greta die ganzen Sachen da auftauchten, haben wir im Englischunterricht voll lange, also wir haben ein halbes Jahr das ganze Thema Klimawandel und so. Auch ihre Reden und so angeguckt und so? Ja, wir hatten auch, genau, Greta haben wir uns angeschaut, haben darüber gesprochen, wir haben uns Reden von ihr angeschaut gehabt. Mhm. Und das wurde da gut bei mir integriert. Das, toll. Das ist gut, ja. Denk mal, das hängt mal eher von Berlin, ne, dass da irgendwie das passiert. So, na gut, das kommt wirklich auf die Schule an, auf die Leitung, wie bereit die Leute da sind, wie die Lehrer drauf sind, ne? Okay. Wie spät haben wir es denn? Du hast die Uhr eingestellt, oder? Ja. Ja, wir haben noch so 20 Minuten. Es ist ja die Idee, dass es eine Stunde immer geht zum Interview. Mhm. Was mich interessieren würde, verändert jetzt sozusagen euer Einsatz bei diesen Demonstrationen und wenn du da sogar im Organisationskomitee bist, die Idee, was ihr vielleicht in Zukunft machen wollt, beeinflusst euch das, dass du zum Beispiel sagst, ich gehe jetzt in die Politikwissenschaften und später, was weiß ich, irgendwie Politik zu machen? Oder wie ist das bei euch? Beeinflusst das eure Zukunft, die Entscheidungen für das, was ihr in Zukunft machen wollt? Oder ist das jetzt einfach ein Thema, was so generell ist, dass es aber, dass du weiter dabei bleibst, irgendwie, was weiß ich, Jura zu studieren? Oder, obwohl ich mir das bei dir nicht vorstellen kann, dass du Bock hast. So, weiß ich nicht, obwohl du es wahrscheinlich könntest, aber. Also, ich möchte jetzt keine Politikerin werden, vor allem, weil mir das Ganze halt irgendwie zeigt, dass die Politik total versteift ist und es total schwer ist, da was zu verändern. Ich finde, das ist mehr deprimierend, als dass man motiviert wird, da was zu verändern. Irgendwie. Und aber ihr seht, dass sich was verändern lässt. Ja, genau. Wie ihr das jetzt macht. Das könnte ja auch eine Inspiration sein, zu sagen, okay, dann mache ich das und dann kann ich in 5 Jahren irgendwie, bin ich Vorsitzende der Jungen Grünen. Und kann da richtig mit irgendwie was bewegen. Ja klar, das kann natürlich auch passieren, aber für mich ist das jetzt, also ich bin nicht in die Politik. Das ist jetzt so frustrierend, oder? Warum? Ja, hat so ein negatives Image bekommen? Die oder? Prozesse dauern so lange. Man muss halt, das ist halt auch ein Nachteil einfach an der Demokratie, muss man sagen, dass man auf alle Rücksicht nehmen muss. Und also ich meine, das ist ja legitim, aber dadurch kann man halt super schwer irgendwas mal durchsetzen, wie zum Beispiel jetzt ein gutes Klimaschutzgesetz, weil man halt immer irgendwelchen Leuten dann doch auf die Füße tritt und man dann nicht wirklich viel entscheiden kann quasi. Das heißt, wenn man als Partei nicht die absolute Mehrheit hat, muss man immer Kompromisse eingehen mit der Koalitionspartei. Ja, das heißt, die Grünen müssen irgendwie 60% kriegen, wenn sie Bundestagswahl kommen. Unsere Bevölkerung ist ja allein schon so unterschiedlich. Also man kann ja nie das allen recht machen und deswegen ist es halt immer irgendwie schwer. Ja. Andererseits ist jetzt natürlich gut, ne, sie wird immer zitiert irgendwie und hervorgeholt als Beispiel, ne, Greta, ich meine, wie alt ist die? Die ist auch 16? Oder? Ja, 16. Guckt euch mal an, was die für einen Input gegeben hat. Also die ganze Welt ist darauf irgendwie angesprungen, ne? Und sie ist immer noch ganz, also wenn ich sie sehe, wenn sie eine Rede irgendwo hält oder sich mit Leuten trifft und die ist ja so klar, das ist ja schon fast gruselig, ne? Wie straight die ist. Und also es scheint ja möglich zu sein, doch innerhalb von kurzer Zeit wirklich einen Wandel herbeizuführen. Mhm. Weil die Politik muss jetzt darauf reagieren, sonst verliert sie irgendwie alle jungen Wähler, ne? Die konservativen Parteien. Die sehen, okay, ne? Jetzt schon bei der Europawahl, und ich meine, dass in Deutschland fast 60% gewählt haben, das war bei der letzten Europawahl irgendwie 10-20% weniger. Ich weiß nicht, ob da nur 40% bei der Wahl waren. Das hat damit zu tun, dass ihr da irgendwie auch aktiv seid, glaube ich. Dass da auch viele Eltern wach geworden sind und da unterstützt haben oder das Gegenteil gewählt haben, weil sie euch doof finden, was ihr da macht. Ja, ich finde, also es wird halt oft irgendwie gefragt, ob wir wirklich jetzt denken, dass wir was bewirken können. Aber man sieht ja schon, dass wir viel bewirkt haben. Ich meine, das Thema Klimawandel ist schon seit Jahren auf dem Tisch. Aber halt dann doch nicht wirklich auf dem Tisch, weil die Leute nicht darüber nachdenken. Und in der letzten Zeit hat sich halt
so viel um das Thema gedreht und bei Umfragen ist das wichtigste politische Thema plötzlich Klimawandel, nicht mehr Immigration und so. Also es hat sich richtig viel verändert. Man sieht das ja auch an den Wahlergebnissen. Die Leute sind viel bewusster geworden. Und wenn nicht durch Fridays for Future, wodurch sollte das Thema dann plötzlich auf den Tisch gekommen sein? Weil außer dass die Zeit natürlich weiter vorangeschritten ist, hat sich ja nichts verändert. Die Fakten sind schon lange klar. Ja, genau. Und vorher war das halt auch nicht so Thema. Aber es könnte euch ja inspirieren. Wie sieht das bei euch aus? Hat einer von euch Bock, irgendwie in die Politik zu gehen? Also ich könnte es mir vorstellen. Klar sehe ich auch, dass das Luna gesagt hat, dass das so schwierig ist, dort was zu verändern. Aber ich könnte es mir vorstellen, es irgendwann mal zu machen. Das ist aber auf keinen Fall mein Hauptziel. Okay. Jetzt direkt. Und darf ich fragen, was ihr so plant? Irgendwie habt ihr schon eine Idee, was ihr machen wollt nach der Schule, oder gibt es irgendwie einen Studienwunsch oder einen Ausbildungswunsch? Oder? Noch nichts groß bei mir, aber auf jeden Fall in Richtung nachhaltige Lebensweise. Nachhaltige Lebensweise? Genau. Ja, siehst du, das hat doch aber schon, das hat doch eindeutig was damit zu tun auch. Ja. Mit der ganzen Thematik, ne? Klar. Und ist das dadurch entstanden oder ist das schon vorher, dass du sagst? Ich bin schon sehr lange dafür interessiert, habe mich schon sehr lange in verschiedenen Klimagruppen in Berlin engagiert. Ach, toll. Von daher kam ich da direkt so rein in Fridays for Future, aber ich war schon lange vorher aktiv. Ach wirklich? Wann hast du damit angefangen? Vor 2 Jahren. Mit 14? Gerade 14 war ich, hatte ich dann nicht zur ersten Klimagruppe gegangen. Und was war denn der Auslöser? Ich meine, da gab es ja dann noch keine Greta, die einen inspiriert hat und die das vorgemacht hat. Wie, durch die Eltern oder weil die Nee, ganz von mir selbst. Ich habe mich sehr für Natur interessiert, habe dann irgendwann gedacht, ja, dass das ja auch schutzbedürftig ist und dass wir viele Umweltprobleme haben. Dann habe ich da einfach mal im Internet recherchiert und bin dann zu einem Treffen gegangen vom Klimateam, der Bund hier in Berlin. Als erstes. Weil für die Leute, die das immer sehr kritisch sehen und sagen, die sind doch sowieso ganz nicht interessiert. Er war 14, als er angefangen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ne, also das ist, finde ich, irgendwie auch so, finde ich auch so frech, euch abzusprechen, dass ihr selbstständig irgendwie schon denken könnt und eine Meinung bilden könnt und was wollt. Weißt du, das finde ich so. Ihr fangt doch nicht erst an mit 18 oder noch später irgendwie zu wissen, was ihr wollt im Leben. Deswegen finde ich es auch unangemessen, dass man erst ab 18 wählen darf, bei zum Beispiel der Europawahl, obwohl es auch gesetzwidrig ist, egal. Zumindest, wir sind ja vorher schon vollwertige Menschen, die eine Meinung haben und die auch das Recht haben, berücksichtigt zu werden. Und es ist eure Zukunft über die Maschinen. Ne, da müsste man genauso eigentlich sagen, okay, Rentner ab 70 dürfen nicht mehr wählen, weil ich meine, die profitieren von dem, was sie in der Politik sozusagen mit beeinflusst haben. Aber ab jetzt irgendwie ist es irgendwie, geht es darum zu gucken, was für die jungen Generationen wichtig ist. Ne? Aber gerade, sage ich mal, viele alte Leute wählen aus Tradition. Ja. Weil sie sich auch nie damit, schon immer seit 40 Jahren wähle ich CDU, ist auch ganz klar, dass ich die weiter wähle, ohne sich einen Kopf zu machen und ohne Gedanken daran zu verschwenden, dass ihre Enkelkinder vielleicht irgendwie durch diese Politik irgendwie massiv irgendwie in ihrem Leben beschränkt werden später, ne? Weil einfach Klima kaputt ist und Natur kaputt ist. Und die älteren Generationen sind ja einfach in einer anderen Zeit aufgewachsen, es hat sich halt viel verändert und ich denke, deshalb ist es auch so ein bisschen schwer, dass die noch so viel in unserer heutigen Welt bewirken, weil die ja auch quasi noch ganz anders denken und gar nicht, also allein schon bei dem Thema Medien und so sieht man es ja, dass da ein riesen Abstand zwischen uns allen ist. Ja, ja. Wobei es natürlich auch schwierig ist, Menschen als unmündig der Entscheidung zu erklären. Absolut. Ein total großes Dilemma. Ist es, ich habe es auch nur als Beispiel, als provokatives Beispiel, ne? Weil sie euch das irgendwie sozusagen sagen, irgendwie, ihr seid ja noch nicht, ihr könnt euch ja noch keine eigene Meinung bilden. Das ist ja Quatsch. Irgendwie. Ihr seid ja uninformiert und unpolitische Jugend. Ich sehe das ja gar nicht. Also ich finde es ja, ich sehe wirklich, die jungen Menschen, die ich kenne, sind irgendwie da sehr angefasst und sehr engagiert und machen sich Gedanken. Also. Genau, also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir den Älteren das Wahlrecht wegnehmen, sondern halt, dass wir auch ein Wahlrecht kriegen. Ist das eine offizielle Forderung von der Bewegung? Von der Bewegung nicht. Aber von euch? Aber von uns. Von vielen. Ich denke, so die meisten stehen da auch hinter. Gibt es denn da Parteien, die das befürworten, die euch da unterstützen würden? Das weiß ich gar nicht. Ich denke, wie ist es bei den Grünen zum Beispiel? Würden die sagen, Wahlrecht mit 16?
Bei der Bundestagswahl ist auch erst ab 18, oder? Richtig, also nur bei bei verschiedenen Landtags- und Kommunalwahlen. Ja. Okay. Aber auch nicht in allen. Aber Europa, per Europawahlgesetz ist das auch halt gesetzeswidrig, weil man eigentlich schon ab 16 oder 14, ich bin mir gar nicht sicher, da eigentlich wählen dürfte, aber das ist in Deutschland trotzdem verboten. In anderen Ländern ist das erlaubt, ab 16? Europäische Länder? Ganz, ich weiß es gerade nicht genau, aber... Müsste mal gucken. Ja gut, aber dieses Video hat ja auch keinen Anspruch darauf, dass das alles stimmt und faktenmäßig alles korrekt ist. Es ist ein Interview, wir unterhalten uns hier. Ne? Wir können auch den größten Mist auch erzählen. Ne? So, okay. Und sag mal, von wegen älter und jünger und so, ne, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Du hattest gestern sowas so nebenbei erwähnt, dass es ein bisschen schade ist, dass bei diesen Demonstrationen jetzt immer mehr, sag ich mal, ältere Bürger mitmachen und weniger junge. Also ich wollte damit nicht sagen, dass es blöd ist, dass die Eltern dabei sind. Das finde ich gut. Ich finde, dass es, also diese Welt gehört uns allen und jeder hat das Recht dafür einzustehen, dass unsere Welt geschützt wird. Deswegen, ich finde es schön, dass mehr Erwachsene auch das unterstützen. Ich finde es traurig, dass jetzt vor allem also in Segeberg weniger jüngere Leute da sind. Also oft sind wir plötzlich mehr Erwachsene als Schüler. Okay, und ihr zieht das aber trotzdem durch. Ja. Du hast gesagt, auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres, oder wie war das? Ja, jetzt? Und wie habt ihr so, ihr macht es an? Ich finde, dass die Politik angemessen reagiert hat. Bis die Politik mürbe geworden ist. Genau. Und die entsprechenden Parteien, die ich unterstütze, so viele Stimmen haben, dass das was passiert. Richtig. Ja. Und ist es für euch wirklich so, dass die, ich nenne jetzt nochmal diese Partei, die ja das ja sehr unterstützt, die Grünen, dass ihr glaubt, dass wenn die sozusagen wirklich in der Regierung beteiligt sind und was zu sagen haben, was weiß ich, lass uns mal spinnen, in 2 Jahren Bundestagswahl und wir haben plötzlich einen grünen Bundeskanzler Robert Habeck. Das kann ja passieren. Im Moment sieht das ja irgendwie für die extrem gut aus. Ne? Und SPD ist schon lange abgehängt und CDU irgendwie kackt auch irgendwie langsam ab. Ne? Was ja auch, was ich nicht schlecht finde, sorry. Aber meint ihr dann, dass die dann wirklich schnell Sachen zügig umsetzen? Oder sind die dann auch gefangen in so politischen Prozessen? Ja, oder? Wollte ich gerade sagen. Ja. Halt wieder mit der Demokratie das, und das ganze System ist halt wieder so langsam. Aber das heißt, wir brauchen eine Diktatur. oder eine Anarchie. Also da positioniere ich mich Anarchie? Jetzt mal nicht. Naja, aber bei den Grünen, es könnte sein, dass sie dann wirklich handeln. Aber ich hab ein bisschen Skepsis, weil die ja zum Beispiel auch bei der Kohlekommission gegen den Kohleausstieg früh entschieden haben. Die haben sich nicht dafür gemeldet, dass sie dagegen sind. Und also 2038. Die haben dafür gestimmt, dass der Kohleausstieg erst 2038 stattfindet, zum Beispiel. Okay. Und auch sonst finde ich die Handlung von denen manchmal ein bisschen nicht so dementsprechend, wofür sie werben. Aber größtenteils habe ich doch noch Hoffnung, dass sie das dann... Jetzt gerade aktuell oder deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Ja. Aus den letzten Jahren. Ich habe da ja auch mein Praktikum gemacht. Ja, es hat sich aber da auch viel verändert. Ja. Ne? Spitze, also ich glaube, dass die Grünen an der Regierung sind, sich trotzdem viel verbessert. Auf jeden also das Fall. Kann ich sagen. Okay. Das wäre schon ein Traum. Auf jeden Fall, wenn die Grünen Regierungspartei wären. Das wäre schon deutlich besser. Bin ich gespannt. Da gibt es ja viele Sachen. Ah, das ist der Untergang des Landes und sowas. Zum Beispiel die AfD. Ja, okay, ja, klar. Aber die leugnen ja komplett. Also, das nein, die AfD-Jugend will jetzt auch, dass Klimaschutz ein Thema der AfD wird. Hat wirklich? Ich habe erst gelesen, ja. Dass die ja der Partei. Es gibt eine AfD-Jugend? Nein, es gibt von allem eine Jugend. Es gibt auch eine NPD-Jugend. Okay, es gibt auch eine junge Union, die sind dann aber 30. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie alt sie sind, aber zumindest habe ich einen Artikel darüber gelesen. Deren Ansätze waren jetzt so, naja, jetzt nicht meine Ansätze, zum Beispiel ein Kind-Politik in Schwellenländern, mit denen man kooperiert. Oh. Also jetzt den anderen irgendwas aufzuzwingen und bei sich selbst nicht anzufangen, finde ich jetzt nicht so gut. Okay, also das ist bei euch ganz klar, immer erst bei euch selber, dass ihr glaubwürdig bleibt. Das ist doch aber was Tolles für eure Zukunft, ne? Also. Ich finde das irre, was ihr da mitnehmen könnt aus dieser Zeit jetzt. Was würdet ihr denn denen,
Jugendlichen irgendwie jetzt sagen, ne, wenn ihr jetzt hier gerade, gut, das ist jetzt nur ein YouTube-Video, aber die, die bis jetzt nicht aktiv geworden sind oder sowas, was würdet ihr ihnen gerne sagen, irgendwie, dass es auf sie auch ankommt? Oder lasst ihr die anderen einfach, die keinen Bock haben, irgendwie sein? Oder versucht ihr da auch sowas wie eine Überzeugungsarbeit zu leisten? Euren Mitschülern, die sagen, oh, ist mir scheißegal, ich gehe lieber eine rauchen in der Pause. So. Ja, ist ja so. Also das können die natürlich machen, das ist halt deren Entscheidung, aber ich finde, euch muss bewusst sein, dass es auch um eure Zukunft geht und ihr seid nicht tot. Letztens hat irgendjemand zu mir gesagt, ja, ich bin da ja sowieso schon tot. Nein, ihr seid da nicht tot, es geht um eure unmittelbare Zukunft. Das passiert jetzt und in den nächsten 10 Jahren, das ist quasi das Kernstück. Entweder verhindern wir jetzt noch eine Katastrophe oder die tritt halt ein und dann können wir nichts mehr machen, dann wird alles nur noch schlimmer. Und das betrifft unser Leben. Und das ist relativ bald. Ja, genau, das ist halt bald. Und das können die meisten Wissenschaftler bestätigen. Und da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Das kann man eigentlich gar nicht leugnen, wenn man sich auf seriöse Wissenschaftler bezieht. Und es ist ja so, das ist in vielen Köpfen, glaube ich, gar nicht drin, dass noch der Punkt sozusagen, der Umkehrpunkt möglich ist, aber dass irgendwann, und das hat gar nicht mehr viel Spielraum, dass das dann sozusagen so ein Selbstläufer wird, dass man es dann nicht mehr stoppen kann, wirklich massiven Veränderungen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz, oder einer von euch das kurz erklären, weil das habe ich neulich nur am Rande, das war mir gar nicht so klar, weil ich bin natürlich seit 30 Jahren immer damit konfrontiert, irgendwie Umweltzerstörung und alles geht kaputt und sowas und man denkt, ja, aber irgendwie geht es doch weiter. So, und dass es jetzt aber wirklich an einem Punkt ist, wo es, also das ist dann nochmal die Brisanz vielleicht rausholen. Ja, ist natürlich klar. Genau. Aber in der Natur gibt es halt positive Rückkopplungseffekte. Das bedeutet, dadurch, dass es erstmal wärmer wird, wird es verstärkt sich selber. Dadurch, dass zum Beispiel der Permafrost schmilzt, wird ganz viel Treibhausgas daraus freigesetzt, aus dem Boden, der dann geschmolzen ist. Die Polarkappen schmelzen, deswegen hat die Erde einen niedrigen Albedo. Albedo ist die Reflexion der Erdoberfläche, das heißt, es wird weniger Sonnenlicht in den Weltraum reflektiert, dadurch wird es wieder wärmer. Das verstärkt sich immer mehr. Und irgendwann kann man es nicht mehr anhalten. Ja, zum Beispiel, wie er halt gerade sagte, dass im Eis halt auch Methan vorkommen sind, die werden dann freigesetzt und dann je wärmer die Weltmeere sind, desto weniger CO2 können sie binden. Das wird dann tatsächlich auch wieder freigesetzt. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Und auch wenn wir ab einem gewissen Punkt aufhören, also wenn wir jetzt in 20 Jahren aufhören, irgendwelche klimaschädlichen Dinge zu machen, dann verstärkt sich das sowieso schon von alleine so, dass wir da nicht mehr rauskommen. Das hatten wir auch in der Weltgeschichte schon oft gesehen. Sobald es ein, also das ist jetzt das. Sie hat einen Schluck Wasser drauf trinken. Okay, das macht mich ja total fertig. Aber wenn es jetzt, wenn jetzt ein Meteoroid eingeschlagen ist und dadurch es sehr viel Aschewolken gab auf der Erde, schon hat eine Eiszeit begonnen. Weil durch die Asche kam keine Sonne mehr rein, dann wurde es kalt. Und jetzt ist es praktisch genau umgekehrt. Wir halten einmal so viel Wärme fest durch die Treibhausgase. Und schon verstärkt sich so stark, dass es eine Heißzeit werden könnte. Ja, aber es kann jetzt zum Beispiel bei uns auch, also in Europa, wieder eine Eiszeit entstehen, weil zum Beispiel die letzte kleine Eiszeit ist dadurch entstanden, dass die Gletscher auf Nordamerika geschmolzen sind und dann den Strom, der quasi mit Wärme quasi versorgt, dadurch halt ausgelöscht wurde. Da halt ungefähr da ist da auch Grönland. Und wenn da das grönländische Eis schmilzt, dann könnte quasi genau dasselbe wieder passieren. Aber wir können quasi noch nicht konkret vorhersagen, was alles passiert. Man kann halt nur simulieren und Vorhersagen machen, aber wir wissen tatsächlich nicht, was dann konkret passiert. Was finde ich aber dann auch eher ein Grund zur Sorge ist. Also, anstatt zu sagen, ach, ist egal, nachfolgende Generation ist hier sowieso egal, wir machen jetzt, dass wir irgendwie unser Zweitauto fahren können und möglichst noch mit Diesel und das ist. Und ihr meint wirklich, das ist menschengemacht, das Problem, oder? Das ist ja jetzt wieder so ein Thema, ne? Oder ist das sowieso von der Natur irgendwie so, macht die Natur das einfach? Also natürlich, es gibt natürlich einen Klimawandel. Das hat natürlich auch viele Gründe, könnte ich jetzt auch aufzählen, aber das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, zu viel. Aber das Klima wandelt sich halt
in extrem langen Zeiträumen. Das funktioniert alles nicht so schnell. Also seit der Industrialisierung ist die Temperatur schon um 1 Grad gestiegen. Das ist nicht mehr natürlich. Das ist eine Menge, ne? Ja, das Man ist denkt so, echt, oh ja, 1 Grad. Ja. Und das ist halt sehr viel und so schnell kann sich das auf natürliche Weise gar nicht ändern. Okay. Okay. Ja, Mensch, vielen Dank, dass ihr mir einen Einblick gegeben oder uns einen Einblick gegeben habt in eure Gedanken, in das, was ihr tut, was ihr macht. Und ich finde das ganz toll. Und wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, dann sagt mir bitte Bescheid, weil ich das einfach super finde. Ich sage ja schon lange Kinder an die Macht, weil ich finde irgendwie wir Erwachsenen irgendwie kriegen das gerade irgendwie in vielen, vielen, vielen Bereichen nicht so gut hin. Und deswegen denke ich, irgendwie, ja, wie wäre das denn mal, wenn so engagierte, wache, neugierige, lebenshungrige Menschen wie ihr irgendwie Entscheidungen mit viel massiver beeinflussen könntet, wie dann die Welt wohl aussehe. Also, ja. Vielen Dank. Also macht weiter so. Gerne. Und ich freue mich und bin gespannt, wie das weitergeht. Ich werde das weiter beobachten und so gut ich kann, aus meiner Position unterstützen. Ja, Dankeschön. Danke. Gut, Dankeschön. Tschüss.